spät ist es? 12:30. Bleib noch ein bisschen. Ich muss früh raus. Ich habe morgen meinen Termin. Gut wird. Bestimmt. Ich danke dir. Wofür? Dass du da bist. Das ist sehr viel. Das ist mehr als alles, was ich bisher bekommen habe. Lange genug, Elise, dass ich Ihnen sagen darf, was ich denke, was ich oft gedacht habe. Sie dürfen mir alles sagen. Ihre Ehe war nur eine Interessengemeinschaft ohne große innere Beteiligung. Tja, haben Sie recht. Ich habe lange gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass es für mich nicht genug ist. Trotzdem tut es mir leid, dass jetzt alles zu Ende sein soll. Aber das ist nur die private Meinung eines Freundes, der in Ihrem Hause viele anregende Stunden verbringen durfte. Darf ich den Brief meines Mannes lesen? Sein Anwalt, Dr. Lutz, hat für ihn geschrieben. Danke. Mit der Aufteilung des Betriebsvermögens, wie wir sie vorgeschlagen haben, ist er einverstanden. Er begrüßt auch, dass Sie Ihrem Mann das bisher gemeinsam genutzte Haus überlassen wollen. Eine unterschiedliche Auffassung vertritt er nur in der Frage der Zugewinnaufschlüsselung. Aber ich denke, dass wir das bei unserem gemeinsamen Gespräch klären werden. Ich verlasse mich ganz auf Sie. Wann wird das Gespräch stattfinden? Wir haben uns auf den 17. geeinigt. Also Montag. Sagen Sie, muss ich da dabei sein? Ihr Mann wird bestimmt kommen. Unsere letzte Begegnung verlief ausgesprochen unerfreulich. Er hat mich bedroht und beschimpft. Sie haben seinen Stolz getroffen. Ja. Und jetzt treffe ich auch noch sein Geld. Was ist denn? Der rote VW vor meiner Garage. Der gehört doch Ihrer Freundin. Wenn Sie Fräulein Keller meinen, die ist nicht mehr meine Freundin.
Aber der Wagen gehört ihr und ich komme nicht raus. Ich muss mit meiner Frau zum Arzt, das wissen Sie doch. Ich sorge dafür, dass er wegkommt. Dass man das immer wieder sagen. Ja, Entschuldigung. Weißt doch, ich war beim Anwalt. Ich glaube, es ist etwas passiert. Kannst du kommen? Was ist passiert? Frag nicht. Komm. Bitte. Lass mich vorgehen. Ich habe eine Decke drüber gelegt. Morgen in die Küche wollte, habe ich sie entdeckt. Wer ist das? Kennst du sie? Ilona. Was wollte sie hier? Ich dachte, du hast mit ihr Schluss gemacht. Nachdem du gestern Abend gegangen bist, stand sie plötzlich vor der Tür. Ich wollte sie nicht reinlassen, aber sie sagte, sie muss mit mir sprechen. Über das Geld, das ich ihr schulde. Du hast mir nie erzählt, dass du bei ihr Schulden hast. Es ist auch nicht gerade ein Ruhmesblatt für mich. Ich habe alles versucht. Es ist nichts mehr zu machen. Wie ist es passiert? Ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht. Sie war keine 10 Minuten hier. Da fragte sie, ob sie was zu trinken haben kann. Ich habe Bier raufgeholt und Schnaps. Und irgendwann habe ich angefangen mitzutrinken. Und weiter? Plötzlich fing sie an rumzuschreien. Ich hätte sie ausgenutzt und sitzen lassen. Wie ein Schwein. Und hast du zugeschlagen? Ich habe gesagt, dass sie verschwinden soll. Dann habe ich mich aufs Sofa gelegt und bin eingeschlafen. Ich war ja genauso betrunken. Heute Morgen hat mich ein Nachbar wach geklingelt, weil ihr Wagen vor seiner Garage stand. Kann es sein, dass sie gestürzt ist in dem Zustand, in dem sie war? Vielleicht. Komm, überleg doch mal ganz klar. Wer weiß, dass sie hier war? Dieser Nachbar. Hast du sonst mit jemandem gesprochen? Ich wollte gleich die Polizei anrufen. Hab's dann aber gelassen. Und warum? Wenn sie nicht mehr auftaucht, wer würde sie vermissen? Arbeitskollegen und vielleicht ihr Bruder.
Wo steht jetzt Ihr Wagen? Dass die Parteien die Probleme, die sich aus ihrer Scheidungsabsicht ergeben, in friedlichem Einvernehmen lösen wollen. Meine Aufgabe als Anwalt sehe ich aber nicht nur darin, Interessenvertreter einer Seite zu sein. Ich verstehe mich hier auch als Gesprächspartner und, wenn Sie es wünschen, als Vermittler. Mit Einwilligung meines Kollegen Dr. Lutz frage ich Sie, Frau Simon, und Sie, Herr Simon, ob Sie die Möglichkeit einer Versöhnung und vielleicht sogar eines Neubeginns sehen. Mein Mandant möchte dazu was sagen. Ich würde einem Neubeginn zustimmen. Zu jedem Zeitpunkt und ohne Vorbedingungen. Frau Simon? Ja? Sie haben gehört, was Ihr Mann gesagt hat? Ich sehe keinen Sinn darin, unsere Beziehung fortzusetzen. Höflichkeitsfloskeln und Geschäftsdebatten sind mir einfach zu wenig. Ich will nicht mehr. Möchten Sie dazu noch was? Vielleicht war unsere Ehe nicht mehr als mittelmäßig. Aber sie hat 20 Jahre gehalten. Und diese Jahre waren auch dein Leben. Und heute bist du nicht mehr in einem Alter. Ich weiß, wie alt ich bin. Du wirfst etwas weg, was du mit aufgebaut hast. Und was du dafür zu bekommen hoffst, ist ein Traum, aus dem du eines Tages aufwachen wirst. Schnell und schmerzlich. Herr Schöfer! Ja? Ich habe hier einen Eilbrief für Sie. Legen Sie ihn auf den Briefkasten. Alles klar. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Drüben. Das Wasser hat sich gesenkt.
Hast du das Foto? Ja, es ist von hier oben aufgenommen worden. Irgendjemand muss dich beobachtet haben. Das hätte ich gemerkt. Irgendjemand, der dir von zu Hause bis hierher gefolgt ist. Wer sollte das gewesen sein? Wo hast du ihren Wagen hingebracht? In eine Tiefgarage. Am Hauptbahnhof. Wo sie immer geparkt hat. Wer ist das? Woher soll ich das wissen? Weißt du, ob sie irgendwem erzählt hat, dass sie zu dir wollte? Irgendeinem Freund oder Bekannten? Mein Gott. Hast du noch ihre Tasche? Zu Hause. Gib sie mir. Ich möchte ihre Schlüssel haben. Als er am Morgen aufwacht, findet er in der Küche die tote Frau. Sie hat ihn am Abend vorher besucht. Die beiden lebten mal zusammen. Wer ist der Mann, der die Tote gefunden hat? Er ist mein Freund. Der junge Lehrer, von dem Sie erzählt haben? Ja. Er hat nichts mit ihrem Tod zu tun. Die Frau war betrunken. Es kann sein, dass sie gestürzt ist. Es kann auch sein, dass irgendjemand in das Haus eingedrungen ist. Die Türschlösser sind uralt und meistens steht irgendwo ein Fenster offen. Weiß Ihr Freund, dass Sie mit uns über die Sache sprechen? Nein. Ich möchte auch nicht, dass er davon erfährt. Was ist mit der Toten geschehen? Er hat sie aus dem Haus gebracht. Er hat Schulden bei ihr. Er möchte nicht in Verdacht geraten. Das ist zwar menschlich verständlich, aber er kann sich damit in große Schwierigkeiten bringen, weil er nämlich polizeiliche Ermittlungen verhindert. Das sollten Sie ihm sagen. Wo hat er die Tote hingebracht? Ich habe ihn nicht danach gefragt. Und was können wir für Sie tun? Heute Morgen hat mein Freund einen Brief bekommen mit einem Foto der Toten. Ich möchte, dass Sie für mich herausfinden, wer hat das Foto gemacht? Und ich möchte wissen, ob mein Freund mit dieser Frau immer noch eine Beziehung hatte. Anrufbeantworter von Ilona Keller. Ich bin im Moment nicht zu Hause. Sie können aber Ihren Namen...
Wann ist es gekommen? Vor einer Stunde. Was steckt dahinter? Wer verfolgt uns? Ich weiß nicht. Ich weiß bloß, dass ich was tun muss. Was willst du tun? Sie ist fotografiert worden. Als Leiche. Wir sind fotografiert worden. An ihrem Grab. Sie war meine Freundin. Ein Nachbar kann aussagen, dass sie bei mir war. Wenn die Polizei die Fotos bekommt, dann war ich's. Und? Warst du's? Hast du sie umgebracht? Ich war betrunken. Ich kann mich an nichts erinnern. Wie oft soll ich das noch sagen? Es wird alles eine Erklärung finden. Du wirst sehen, es wird alles gut werden. Bist du so sicher? Vielleicht ist es am besten, wenn ich verschwinde. Wenn du verschwinden musst, ich komme mit dir. Wo ist das Foto aufgenommen worden? Ich meine, wo befindet sich das Versteck der Toten? Ich musste meinem Freund versprechen, nichts darüber zu sagen. Herr Schöfer weiß jetzt, dass Sie mich in der Sache um Rat fragen. Ja. Haben Sie ihm gesagt, dass er die Polizei benachrichtigen soll? Er hat selber davon angefangen. Aber Sie haben ihm abgeraten, weil Sie nicht sicher sind, ob er nicht doch etwas mit der Sache zu tun hat. Werden Sie mir helfen? Aber ich werde nichts tun, was die Aufklärung dieses seltsamen Todesfalls behindern könnte. Danke. Wenn es diesem Verfolger um die Aufdeckung des Verbrechens ginge, würde er die Fotos an die Polizei schicken. Er schickt sie aber an Herrn Schöfer, der die Tote gefunden hat. Warum tut er das? Um ihn einzuschüchtern oder kaputt zu machen? Oder? Mein Freund hat angedeutet, dass er verschwinden will. Könnte es das sein, was der Unbekannte erreichen will? Ich möchte Ihnen einen Anruf vorspielen, den die ehemalige Geliebte Ihres Freundes kurz vor ihrem Tod bekommen hat. Die Person des Anrufers ist Ihnen bekannt. Hier ist der automatische Anrufbeantworter von Ilona Keller. Ich bin im Moment nicht zu Hause. Sie können aber Ihren Namen, Ihre Rufnummer und eine Nachricht hinterlassen. Ich rufe dann bei Ihnen zurück. Bitte sprechen Sie nach dem Pfeifton. Simon, ich kann Ihnen jetzt einen Termin nennen. Das ist doch mein Mann. Wenn Sie einverstanden sind, treffen wir uns am Mittwoch, den 12. gegen 17.30 Uhr im Café Bruchmann, Kelheimer Straße. Bitte geben Sie mir Bescheid, ob Ihnen der Termin passt. Auf Wiederhören. Haben Sie gewusst, dass er Kontakt zu dieser Frau hatte? Nein. Der Termin, den er ihr genannt hat, war der Tag vor ihrem Tod. Was kann er von ihr gewollt haben? Das sollten wir ihn fragen. Merkwürdig. Wollen Sie mir mitteilen, dass meine Frau zu mir zurückkommen will? In Ihrer Scheidungssache darf ich nur über Ihren Anwalt mit Ihnen verhandeln. Ja, aber Sie werden doch Ihre persönliche Meinung sagen können, nicht? Sie kennen Elise und mich seit vielen Jahren.
ist doch wahnsinnig, ne? Sie glaubt, dass sie das Glück ihres Lebens gefunden hat, die große Liebe. Vielleicht ist so eine Liebe immer ein Stück Wahnsinn. Aber ich möchte wirklich nicht... Ja, ja, ich verstehe. Zum Wohl. Auf Ihr Wohl. So. Und was führt Sie zu mir? Ich möchte Sie fragen, ob Sie diese Frau hier kennen. Ihr Name ist Ilona Keller. Kennen wäre zu viel gesagt. Ich habe mich nur einmal mit ihr getroffen. Am vergangenen Mittwoch. Ja, das stimmt. Einen Tag später war Frau Keller tot. Oh, das tut mir leid. Sie war außerordentlich sympathisch. Als sie fanden, lag sie auf dem Rücken. Hier. Ja. Und die Verletzung hatte sie an der Stirn. Unter dem Haaransatz. Wie viele Stunden hatten Sie bei ihr? Fast 10.000. Was machte sie eigentlich beruflich? Sie war chemisch-technische Assistentin. Auf dem Sofa, da haben Sie Ihren Rausch ausgeschlafen. Ja. Als Sie sich hinlegten, war sie da noch hier im Raum? Sie wollte sich dazulegen. Um sich mit Ihnen, sagen wir mal, zu versöhnen? So kann man sagen, ja. Und Sie, wie haben Sie darauf reagiert? Ich habe irgendwas gesagt. Ich weiß nicht mehr was. Aber es war mit Sicherheit keine Freundlichkeit. Ist sie darauf hingegangen? Entschuldigen Sie, wenn ich so bohre, aber... Ich möchte ja selber wissen, was war. Was hat Frau Keller getan, als Sie sie abgewiesen haben? Sie ist gegangen. Ja. Aber nicht zur Tür. Sondern? Sie ging dahin. Da, zum Schreibtisch. Ja. Sie wollte Elise anrufen. Das ist Frau Simon. Ja. Sie wollte ihr sagen, dass sie bei mir ist. Das wollten Sie verhindern. Deswegen sind Sie wieder aufgestanden. Ich glaube, so war es, ja. Sie gingen zum Schreibtisch und in der Hand hielten Sie eine Flasche. Wie kommen Sie darauf? Die Scherben hier auf Ihrem Schreibtisch sind Scherben einer Flasche. Ich muss Ihnen als Freund und Anwalt einen Rat geben, Elise. Veranlassen Sie Herrn Schöfer, endlich zur Polizei zu gehen. Es spricht alles dafür, dass er derjenige ist, der Frau Keller erschlagen hat. Glauben Sie? Ich bin fest davon überzeugt. Und Sie werden das Ganze nicht mehr länger geheim halten können. Es darf niemand erfahren. Was hat mein Mann gesagt? Vor 14 Tagen bekam er einen Anruf von Ilona Keller. Sie bat ihn um ein Treffen. Er erklärte ihr, dass er eine Geschäftsreise vorhabe und nach der Rückkehr wieder bei ihr zurückrufen werde. Diesen Rückruf, eine Woche später, hat der Anrufbeantworter festgehalten. Bei dem Treffen stellte sich heraus, dass Fräulein Keller Hoffnung hatte, ihren Freund Herrn Schöfer zurückzugewinnen. Und von ihrem Mann hoffte sie zu erfahren, wie fest diese neue Beziehung zwischen ihnen und Herrn Schöfer ist. Ihr Mann gab ihr schließlich den Rat, Herrn Schöfer um eine Aussprache zu bitten. Und er gab ihr auch Ratschläge für dieses Gespräch. Beim Abschied versprach Fräulein Keller, sich wieder zu melden. Das hat sie aber leider nicht getan. Eine kaum zu widerlegende Erklärung ihres Mannes. Es kam vorhin mit der Post.
Für mein Schweigen in der Mordsache Ilona Keller fordere ich 1,5 Millionen. Nichts weiter. Ihr Einverständnis mit meiner Forderung signalisieren Sie durch eine Kleinanzeige im Frankfurter Express. Text Glück und Segen zum Jubiläum, Rudolf. Die Anzeige hat innerhalb der nächsten beiden Tage zu erscheinen. Danach werden Sie Ort und Zeit der Geldübergabe erfahren, sollten Sie meine Forderung zurückweisen. Wird die Polizei die Ihnen bekannten Fotos und eine Beschreibung des Verstecks der Toten erhalten. Du hast sie umgebracht. Matula hat herausgefunden, womit du zugeschlagen hast. Lass uns verschwinden. Zusammen. Bitte. Wenigstens wissen wir jetzt, was der Unbekannte will. Geld. Nur sehe ich in seiner Forderung wenig Sinn. Wenn er Herrn Schöfer längere Zeit beobachtet hat, wovon wir ausgehen müssen, dürfte er mitbekommen haben, dass Ihr Freund arbeitslos ist und keinesfalls 1,5 Millionen aufbringen kann. Sie vergessen, dass ich das Geld habe. Das heißt, ich werde so viel haben nach der Scheidung. Halten Sie es für möglich, dass der Erpresser davon weiß, dass er vielleicht genau dieses Geld meint? Herr Renz, ich möchte Sie bitten, mit meinem Mann zu sprechen. Sie möchten, dass er Ihnen das Geld vorzeitig auszahlt? Ich bin fast sicher, dass er das tun wird. Weil Sie glauben, dass er dahinter steckt? Dass er sich auf diese Weise das Geld zurückholen will? Dass er Ihnen zahlen muss? Das vermute ich. Wenn die Sache schief geht, wenn der Erpresser nicht gefasst wird, bist du dein Geld los. Damit muss ich rechnen. Das lasse ich nicht zu. Weil du Angst hast, dass ich dir nicht mehr gefalle, wenn ich nichts mehr habe? Weil du mich hassen wirst, wenn du durch mich alles verlierst. Du kennst mich immer noch nicht. Und du? Kennst du mich? Ich glaube schon. Ich liebe dich.
Und? Wird der Herr Gemahl das Geld rausrücken? Es liegt bereits in seinem Tresor. Aber für seine Bereitwilligkeit hat er sofort eine Minderung der Gesamtforderung um 3% rausgeschlagen. Reizendes Kerlchen. Guten Appetit. Danke. Außer deinen Spiegeleiern habe ich mir noch ein paar Gedanken gemacht. Schieß los. Wenn deine werte Mandantin Frau Simon an dem Abend mitgekriegt hat, dass ihr Freund Besuch von einer jungen Dame bekommen hat, die noch bis vor kurzem seine Geliebte war, wenn sie plötzlich Angst hatte, dass ihr Freund zu dieser Dame zurückkehren würde. Du meinst, Elise Simon könnte die Frau selbst umgebracht haben? Soviel ich weiß, besitzt sie einen Schlüssel für das Haus ihres Geliebten. Aber warum hat sie dann hinterher diesen Rummel mit den Fotos und der Erpressung veranstaltet? Vielleicht, um den Geliebten mit der Opfergabe ihrer 1,5 Millionen für immer an sich zu binden. Bleibt immer noch die Frage, wer war in der Wohnung der Toten und wer hat sich für das Buch interessiert? Hast du meinen Blick in das Buch geworfen? Das mach du mal. Wofür haben wir dich schließlich studieren lassen? Renz? Guten Tag, Herr Dr. Renz. Hier spricht Karl Schöfer. Vor 10 Minuten bekam ich einen Brief, einen Eilbrief, in dem Ort und Zeit der Geldübergabe genannt werden. Moment, ich schreibe mit. Bitte. Um 16.30 Uhr soll ich am Taxistand Alte Oper sein. Ja. Das Geld soll ich in eine Reisetasche mitbringen. Am Taxistand bekomme ich weitere Anweisungen. Ich benachrichtige sofort Matula. Er wird am Taxistand sein. Und vergessen Sie nicht, das Mikro umzuhängen, das er Ihnen gegeben hat. Und stecken Sie den Sender ein, damit er Verbindung mit Ihnen halten kann. Danke. Hier. Ja, das bin ich. Ich habe hier was für Sie. Sie können gleich einsteigen. Ich soll Sie zum Hauptbahnhof fahren. Bezahlt ist schon. Ich habe eine Entdeckung gemacht, die unserem Fall eine überraschende Wendung geben könnte. Ich muss Sie deswegen bitten, mir das Versteck der Toten zu nennen. Und ich muss Sie bitten, es gleich zu tun. Das kann ich nicht ohne sein Einverständnis. Ich muss meine weitere Hilfe von der Beantwortung dieser Frage abhängig machen. Ich bitte Sie sehr. Und wenn ich Ihnen das Versteck genannt habe? Dann werden Sie mit mir dorthin fahren, Elise. Thank you.
Anweisung. Fahrt mit Straßenbahn zur Friedländer Straße. Bis zum Haus Nummer 12 gehen. Arztpraxis im ersten Stock aufsuchen. Ende. Das hatte ich erwartet. Wer hat sie weggebracht? Wir fahren zu mir. Kommen Sie. Petra. Was ist passiert? Ein Schlag, mein Kopf. Wo ist die Tasche? Ich weiß nicht. Nie aus. Also, Herr Schöfer findet seine ehemalige Geliebte tot in seinem Haus. Er benachrichtigt den Menschen, der ihm am nächsten steht. Das sind Sie. Sie kommen und sehen die Frau ohne Atmung, ohne Pulsschlag, mit starren Augen in der Küche. Danach schafft Ihr Freund die Leiche aus dem Haus. Drei Tage später fällt Matula in der Wohnung der Toten ein Buch auf. Eine Doktorarbeit, die bei seinem zweiten Besuch woanders lag. In dieser Doktorarbeit wird die Giftigkeit des tropischen Kugelfisches beschrieben. Genauer gesagt das Lähmungsgift, das unter anderem in seinem Blut vorkommt. Die Einnahme kleinster, genau dosierter Mengen dieses Gifts reicht aus, um beim Menschen eine Lähmung der Gesichtsmuskeln hervorzurufen. Das Gesicht bekommt einen Ausdruck von Totenstarre. Gleichzeitig tritt eine Lähmung der Rippen- und Zwerchfellmuskulatur ein, sodass Herzschlag und Atmung fast auf null reduziert werden. Aber eben nur fast. Der Mensch scheint tot, ist es aber nicht, denn sein Kreislauf arbeitet mit minimaler Kraft weiter.
Nach einigen Stunden ist das Gift abgebaut. Die Gesichtsstarre lässt nach. Der Kreislauf stabilisiert sich. Wollen Sie damit sagen, dass Ilona Keller noch lebt? Jedenfalls spricht einiges dafür. Kugelfische werden ab und zu im Aquarienhandel angeboten. Und Sie als chemisch-technische Assistentin wusste, wie man das Gift gewinnen und dosieren muss. Einen Sinn bekommt das Ganze allerdings erst im Zusammenhang mit den erpressten Millionen. Der verlassene Ehemann tut sich mit der verlassenen Geliebten zusammen, um abzukassieren. Um das zu beweisen, musst du aber erst einmal den Ehemann zum Sprechen bringen. Oder die ehemalige Tote. Und dazu musste sie finden. Genau darüber habe ich mir den Kopf zerbrochen. Wissen Sie, ich wollte mir so ein Ding an sich nicht kaufen, aber meine Freundin hat bei Ihnen so ein Wohnmobil bestellt und das wollte ich bezahlen. Aha. Für welches Modell hat sie sich denn entschieden? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich bin sozusagen nur der Zahlmeister. Ja, das ist nicht das Schlechteste. Wenn Sie mir freundlicherweise den Namen Ihrer... Keller, Ilona Keller. Das haben wir gleich. Wenn Sie bitte folgen wollen. So, Momentchen. Da ist er nicht. Hier haben wir alles. Ach, die Ilona Keller, die hat doch erst vor 3 Tagen bestellt. Ja, sicher, richtig. Wir haben im Augenblick Lieferzeiten von 2-3 Wochen. Es ist Saison. Davon hat sie mir nichts gesagt. Haben Sie denn Ihre neue Adresse, wo Sie sie erreichen können? Na, da steht eine Telefonnummer. Und lesen Sie doch mal vor. 06223-3458. Simon? Hier ist Renz. Ich habe eine gute Nachricht für Sie. Ja? Wir wissen, wo Ilona Keller steckt. Matula hat's rausgefunden. Wo ist sie? In Neckarsteinach, im Parkhotel. Ich danke Ihnen. Du kommst fast zu spät. Wieso? Vor einer halben Stunde ist Ilona Keller an die Rezeption gegangen, um ihre Rechnung zu bezahlen. Das kann doch nur bedeuten, dass sie abreisen will. Weil sie gewarnt worden ist. Genau. Du wartest hier, ich gehe rein. Was machen Sie denn hier?
Herr Dr. Renz hat mich informiert. In Ordnung. Bei dir? Und dein Bruder? Ist mit dem Geld schon über die Grenze. Es war nicht einfach. Sie hat viel für mich getan. Davon will ich nichts hören. Guten Morgen, Herr Schäfer. Und guten Morgen, Frau Keller. Das ist der Dr. Renz. Ich hab dir von ihm erzählt. Steig ein. Glauben Sie, dass Sie weit kommen? Josef! Hier geblieben, Freundchen. So gut. Ich mache keine Schwierigkeiten. Das würde ich auch empfehlen. Ich glaube, ich habe mich verletzt. Mein Kopf nimmt schlecht. Stell dich nicht so an. Frau Simon! Geben Sie mir die Waffe. Seien Sie vernünftig. Das bin ich. Frau Simon, ich... Bleiben Sie zurück. Lass uns doch reden. Rede? Du denkst doch nicht, dass ich... Elise! Weiter. Ilona und ich, wir wollten... Was? Ich habe einen Fehler gemacht, ich weiß. Du hast mehr als nur einen Fehler gemacht. Du hast zerstört. Du hast uns zerstört. Ich liebe dich doch. Elise! Machen Sie sich nicht unglücklich! Sie ist gegangen. Ja. Aber nicht zur Tür. Sondern? Sie ging dahin. Da, zum Schreibtisch. Ja.
Sie wollte Elise anrufen. Das war Simon. Ja. Sie wollte ihr sagen, dass sie bei mir ist. Das wollten Sie verhindern. Deswegen sind Sie wieder aufgestanden. Ich glaube, so war es ja. Sie gingen zum Schreibtisch und in der Hand hielten Sie eine Flasche. Wie kommen Sie darauf? Die Scherben hier auf Ihrem Schreibtisch sind Scherben einer Flasche. Ich muss Ihnen als Freund und Anwalt einen Rat geben, Elise. Veranlassen Sie Herrn Schöfer, endlich zur Polizei zu gehen. Es spricht alles dafür, dass er derjenige ist, der Frau Keller erschlagen hat. Glauben Sie? Ich bin fest davon überzeugt. Und Sie werden das Ganze nicht mehr länger geheim halten können. Es darf niemand erfahren. Was hat mein Mann gesagt? Vor 14 Tagen bekam er einen Anruf von Ilona Keller. Sie bat ihn um ein Treffen. Er erklärte ihr, dass er eine Geschäftsreise vorhabe und nach der Rückkehr wieder bei ihr zurückrufen werde. Diesen Rückruf, eine Woche später, hat der Anrufbeantworter festgehalten. Bei dem Treffen stellte sich heraus, dass Fräulein Keller Hoffnung hatte, ihren Freund Herrn Schöfer zurückzugewinnen. Und von ihrem Mann hoffte sie zu erfahren, wie fest diese neue Beziehung zwischen ihnen und Herrn Schöfer ist. Ihr Mann gab ihr schließlich den Rat, Herrn Schöfer um eine Aussprache zu bitten. Und er gab ihr auch Ratschläge für dieses Gespräch. Beim Abschied versprach Fräulein Keller, sich wieder zu melden. Das hat sie aber leider nicht getan. Eine kaum zu widerlegende Erklärung ihres Mannes. Es kam vorhin mit der Post. Für mein Schweigen in der Mordsache Ilona Keller fordere ich 1,5 Millionen. Ja, nichts weiter. Ihr Einverständnis mit meiner Forderung signalisieren Sie durch eine Kleinanzeige im Frankfurter Express. Text Glück und Segen zum Jubiläum, Rudolf. Die Anzeige hat innerhalb der nächsten beiden Tage zu erscheinen. Danach werden Sie Ort und Zeit der Geldübergabe erfahren, sollten Sie meine Forderung zurückweisen. Wird die Polizei die Ihnen bekannten Fotos und eine Beschreibung des Verstecks der Toten erhalten. Du hast sie umgebracht. Matula hat herausgefunden, womit du zugeschlagen hast. Lass uns verschwinden. Zusammen. Bitte. Wenigstens wissen wir jetzt, was der Unbekannte will. Geld. Nur sehe ich in seiner Forderung wenig Sinn. Wenn er Herrn Schöfer längere Zeit beobachtet hat, wovon wir ausgehen müssen, dürfte er mitbekommen haben, dass Ihr Freund arbeitslos ist und keinesfalls 1,5 Millionen aufbringen kann. Sie vergessen, dass ich das Geld habe. Das heißt, ich werde so viel haben nach der Scheidung. Halten Sie es für möglich, dass der Erpresser davon weiß, dass er vielleicht genau dieses Geld meint? Herr Renz, ich möchte Sie bitten, mit meinem Mann zu sprechen. Sie möchten, dass er Ihnen das Geld vorzeitig auszahlt? Ich bin fast sicher, dass er das tun wird. Weil Sie glauben, dass er dahinter steckt? Dass er sich auf diese Weise das Geld zurückholen will? Dass er Ihnen zahlen muss? Das vermute ich. Thank you.
Und wenn die Sache schief geht, wenn der Erpresser nicht gefasst wird, bist du dein Geld los. Damit muss ich rechnen. Das lasse ich nicht zu. Weil du Angst hast, dass ich dir nicht mehr gefalle, wenn ich nichts mehr habe? Weil du mich hassen wirst, wenn du durch mich alles verlierst. Du kennst mich immer noch nicht. Ist es? Halb eins. Bleib noch ein bisschen. Hm. Ich muss früh raus. Ich habe morgen meinen Termin. Das ist alles gut. Bestimmt. Ich danke dir. Wofür? Dass du da bist. Das ist sehr viel. Das ist mehr als alles, was ich bisher bekommen habe. Lange genug, Elise, dass ich Ihnen sagen darf, was ich denke, was ich oft gedacht habe. Sie dürfen mir alles sagen. Ihre Ehe war nur eine Interessengemeinschaft ohne große innere Beteiligung. Tja, haben Sie recht. Ich habe lange gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass es für mich nicht genug ist. Trotzdem tut es mir leid, dass jetzt alles zu Ende sein soll. Aber das ist nur die private Meinung eines Freundes, der in Ihrem Hause viele anregende Stunden verbringen durfte. Darf ich den Brief meines Mannes lesen? Sein Anwalt, Dr. Lutz, hat für ihn geschrieben. Danke. Mit der Aufteilung des Betriebsvermögens, wie wir sie vorgeschlagen haben, ist er einverstanden. Er begrüßt auch, dass Sie Ihrem Mann das bisher gemeinsam genutzte Haus überlassen wollen. Eine unterschiedliche Auffassung vertritt er nur in der Frage der Zugewinnaufschlüsselung. Aber ich denke, dass wir das bei unserem gemeinsamen Gespräch klären werden.
Ich verlasse mich ganz auf Sie. Wann wird das Gespräch stattfinden? Wir haben uns auf den 17. geeinigt. Also Montag. Sagen Sie, muss ich da dabei sein? Ihr Mann wird bestimmt kommen. Unsere letzte Begegnung verlief ausgesprochen unerfreulich. Er hat mich bedroht und beschimpft. Sie haben seinen Stolz getroffen. Ja, und jetzt treffe ich auch noch sein Geld. Was ist denn? Der rote VW vor meiner Garage. Der gehört doch Ihrer Freundin. Wenn Sie Fräulein Keller meinen, die ist nicht mehr meine Freundin. Aber der Wagen gehört ihr und ich komme nicht raus. Ich muss mit meiner Frau zum Arzt, das wissen Sie doch. Ich sorge dafür, dass er wegkommt. Das macht das immer wieder sagen. Ja, Entschuldigung. Weißt doch, ich war beim Anwalt. Ich glaube, es ist etwas passiert. Kannst du kommen? Was ist passiert? Frag nicht. Komm. Bitte. Lass mich vorgehen. Ich habe eine Decke drüber gelegt. In die Küche wollte, habe ich sie entdeckt. Wer ist das? Kennst du sie? Wann ist es gekommen? Vor einer Stunde. Was steckt dahinter? Wer verfolgt uns? Ich weiß nicht. Ich weiß bloß, dass ich was tun muss. Was willst du tun? Sie ist fotografiert worden. Als Leiche. Wir sind fotografiert worden. An ihrem Grab. Sie war meine Freundin. Ein Nachbar kann aussagen, dass sie bei mir war. Wenn die Polizei die Fotos bekommt, dann war ich's. Und? Warst du's? Hast du sie umgebracht? Ich war betrunken. Ich kann mich an nichts erinnern. Wie oft soll ich das noch sagen? Es wird alles eine Erklärung finden. Du wirst sehen, es wird alles gut werden. Bist du so sicher? Vielleicht ist es am besten, wenn ich verschwinde. Wenn du verschwinden musst, ich komme mit dir.
Wo ist das Foto aufgenommen worden? Ich meine, wo befindet sich das Versteck der Toten? Ich musste meinem Freund versprechen, nichts darüber zu sagen. Herr Schöfer weiß jetzt, dass Sie mich in der Sache um Rat fragen. Ja. Haben Sie ihm gesagt, dass er die Polizei benachrichtigen soll? Er hat selber davon angefangen. Aber Sie haben ihm abgeraten, weil Sie nicht sicher sind, ob er nicht doch etwas mit der Sache zu tun hat. Werden Sie mir helfen? Aber ich werde nichts tun, was die Aufklärung dieses seltsamen Todesfalls behindern könnte. Danke. Wenn es diesem Verfolger um die Aufdeckung des Verbrechens ginge, würde er die Fotos an die Polizei schicken. Er schickt sie aber an Herrn Schöfer, der die Tote gefunden hat. Warum tut er das? Um ihn einzuschüchtern? Oder kaputt zu machen? Oder... Mein Freund hat angedeutet, dass er verschwinden will. Könnte es das sein, was der Unbekannte erreichen will? Ich möchte Ihnen einen Anruf vorspielen, den die ehemalige Geliebte Ihres Freundes kurz vor ihrem Tod bekommen hat. Die Person des Anrufers ist Ihnen bekannt. Hier ist der automatische Anrufbeantworter von Ilona Keller. Ich bin im Moment nicht zu Hause. Sie können aber Ihren Namen, Ihre Rufnummer und eine Nachricht hinterlassen. Ich rufe dann bei Ihnen zurück. Bitte sprechen Sie nach dem Pfeifton. Simon, ich kann Ihnen jetzt einen Termin nennen. Das ist doch mein Mann. Wenn Sie einverstanden sind, treffen wir uns am Mittwoch, den 12. gegen 17.30 Uhr im Café Bruchmann, Kelheimer Straße. Bitte geben Sie mir Bescheid, ob Ihnen der Termin passt. Auf Wiederhören. Haben Sie gewusst, dass er Kontakt zu dieser Frau hatte? Nein. Der Termin, den er ihr genannt hat, war der Tag vor ihrem Tod. Was kann er von ihr gewollt haben? Das sollten wir ihn fragen. Merkwürdig. Wollen Sie mir mitteilen, dass meine Frau zu mir zurückkommen will? In Ihrer Scheidungssache darf ich nur über Ihren Anwalt mit Ihnen verhandeln. Ja, aber Sie werden doch Ihre persönliche Meinung sagen können, nicht? Sie kennen Elise und mich seit vielen Jahren. Das ist doch wahnsinnig, nicht? Sie glaubt, dass sie das Glück ihres Lebens gefunden hat, die große Liebe. Vielleicht ist so eine Liebe immer ein Stück Wahnsinn. Aber ich möchte wirklich nicht. Ja, ja, ich verstehe. Zum Wohl. Auf Ihr Wohl. So. Und was führt Sie zu mir? Ich möchte Sie fragen, ob Sie diese Frau hier kennen. Ihr Name ist Ilona Keller. Kennen wäre zu viel gesagt. Ich habe mich nur einmal mit ihr getroffen. Am vergangenen Mittwoch? Ja, das stimmt. Einen Tag später war Frau Keller tot. Oh, das tut mir leid. Sie war außerordentlich sympathisch. Als sie fanden, lag sie auf dem Rücken. Hier. Und die Verletzung hatte sie an der Stirn. Unter dem Haaransatz. Wie viel Schulden hatten Sie bei ihr? Fast 10.000. Was machte sie eigentlich beruflich? Sie war chemisch-technische Assistentin. Auf dem Sofa, da haben Sie Ihren Rausch ausgeschlafen. Ja. Als Sie sich hinlegten, war sie da noch hier im Raum? Sie wollte sich dazulegen. Um sich mit Ihnen, sagen wir mal, zu versöhnen? So kann man sagen, ja. Und Sie, wie haben Sie darauf reagiert? Ich habe irgendwas gesagt. Ich weiß nicht mehr was. Aber es war mit Sicherheit keine Freundlichkeit.
Ist sie darauf hingegangen? Entschuldigen Sie, wenn ich so bohre, aber... Ich möchte ja selber wissen, was war. Was hat Frau Keller getan, als sie abgewiesen? Ilona. Was wollte sie hier? Ich dachte, du hast mit ihr Schluss gemacht. Nachdem du gestern Abend gegangen bist, stand sie plötzlich vor der Tür. Ich wollte sie nicht reinlassen, aber sie sagte, sie muss mit mir sprechen. Über das Geld, das ich ihr schulde. Du hast mir nie erzählt, dass du bei ihr Schulden hast. Es ist auch nicht gerade ein Ruhmesblatt für mich. Ich habe alles versucht. Es ist nichts mehr zu machen. Wie ist es passiert? Ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht. Sie war keine 10 Minuten hier. Da fragte sie, ob sie was zu trinken haben kann. Ich habe Bier raufgeholt und Schnaps. Und irgendwann habe ich angefangen mitzutrinken. Und weiter? Plötzlich fing sie an rumzuschreien. Ich hätte sie ausgenutzt und sitzen lassen. Ich wäre ein Schwein. Und hast du zugeschlagen? Ich habe gesagt, dass sie verschwinden soll. Dann habe ich mich aufs Sofa gelegt und bin eingeschlafen. Ich war ja genauso betrunken. Heute Morgen hat mich ein Nachbar wachgeklingelt, weil ihr Wagen vor seiner Garage stand. Kann es sein, dass sie gestürzt ist in dem Zustand, in dem sie war? Vielleicht. Komm, überleg doch mal ganz klar. Wer weiß, dass sie hier war? Dieser Nachbar. Hast du sonst mit jemandem gesprochen? Ich wollte gleich die Polizei anrufen. Hab's dann aber gelassen. Und warum? Wenn sie nicht mehr auftaucht, wer würde sie vermissen? Arbeitskollegen und vielleicht ihr Bruder. Wo steht jetzt ihr Wagen?
begrüße es, dass die Parteien die Probleme, die sich aus ihrer Scheidungsabsicht ergeben, in friedlichem Einvernehmen lösen wollen. Meine Aufgabe als Anwalt sehe ich aber nicht nur darin, Interessenvertreter einer Seite zu sein. Ich verstehe mich hier auch als Gesprächspartner und, wenn Sie es wünschen, als Vermittler. Mit Einwilligung meines Kollegen Dr. Lutz frage ich Sie, Frau Simon, und Sie, Herr Simon, ob Sie die Möglichkeit einer Versöhnung und vielleicht sogar eines Neubeginns sehen. Mein Mandant möchte dazu was sagen. Ich würde einem Neubeginn zustimmen. Zu jedem Zeitpunkt und ohne Vorbedingungen. Frau Simon? Ja? Sie haben gehört, was Ihr Mann gesagt hat? Ich sehe keinen Sinn darin, unsere Beziehung fortzusetzen. Höflichkeitsfloskeln, Geschäftsdebatten sind mir einfach zu wenig. Ich will nicht mehr. Möchten Sie dazu noch was? Vielleicht war unsere Ehe nicht mehr als mittelmäßig. Aber sie hat 20 Jahre gehalten. Und diese Jahre waren auch dein Leben. Und heute bist du nicht mehr in einem Alter. Ich weiß, wie alt ich bin. Du wirfst etwas weg, was du mit aufgebaut hast. Und was du dafür zu bekommen hoffst, ist dein Traum, aus dem du eines Tages aufwachen wirst. Schnell und schmerzlich. Herr Schöfer! Ja? Ich habe hier einen Eilbrief für Sie. Legen Sie ihn auf den Briefkasten. Alles klar. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Drüben. Wasser hat sich gesenkt. Hast du das Foto? Ja, es ist von hier oben aufgenommen worden. Irgendjemand muss dich beobachtet haben. Das hätte ich gemerkt. Irgendjemand, der dir von zu Hause bis hierher gefolgt ist. Wer sollte das gewesen sein? Wo hast du ihren Wagen hingebracht? In eine Tiefgarage. Am Hauptbahnhof. Wo sie immer geparkt hat. Soll ich das wissen? Was?
Weißt du, ob sie irgendwem erzählt hat, dass sie zu dir wollte? Irgendeinem Freund oder Bekannten? Mein Gott. Hast du noch ihre Tasche? Zu Hause. Gib sie mir. Ich möchte ihre Schlüssel haben. Als er am Morgen aufwacht, findet er in der Küche die tote Frau. Sie hat ihn am Abend vorher besucht. Die beiden lebten mal zusammen. Wer ist der Mann, der die Tote gefunden hat? Er ist mein Freund. Der junge Lehrer, von dem Sie erzählt haben. Ja. Er hat nichts mit ihrem Tod zu tun. Die Frau war betrunken. Es kann sein, dass sie gestürzt ist. Es kann auch sein, dass irgendjemand in das Haus eingedrungen ist. Die Türschlösser sind uralt und meistens steht irgendwo ein Fenster offen. Weiß Ihr Freund, dass Sie mit uns über die Sache sprechen? Nein. Ich möchte auch nicht, dass er davon erfährt. Was ist mit der Toten geschehen? Er hat sie aus dem Haus gebracht. Er hat Schulden bei ihr. Er möchte nicht in Verdacht geraten. Das ist zwar menschlich verständlich, aber er kann sich damit in große Schwierigkeiten bringen, weil er nämlich polizeiliche Ermittlungen verhindert. Das sollten Sie ihm sagen. Wo hat er die Tote hingebracht? Ich habe ihn nicht danach gefragt. Und was können wir für Sie tun? Heute Morgen hat mein Freund einen Brief bekommen mit einem Foto der Toten. Ich möchte, dass Sie für mich herausfinden, wer hat das Foto gemacht? Und ich möchte wissen, ob mein Freund mit dieser Frau immer noch eine Beziehung hatte. Automatische Anrufbeantworter von Ilona Keller. Ich bin im Moment nicht zu Hause. Sie können aber Ihren Namen